jetzt lassen wir das Bild mal wieder eine gute Minute. Und dann weiß ich beim Meditieren, jo, hier solltest du cutten und Bild einfügen und ach, ihr wisst, was ich meine. Aber im Moment habe ich hier tatsächlich nicht das Gefühl von wegen, ich muss das jetzt unbedingt aufnehmen, wie ich es sonst hatte. Also sowas habe ich nämlich in dem Video schon erwähnt, von wegen. Ich muss mich dazu zwingen. Diesmal nicht. Das macht mir so irgendwie mehr Spaß, die Sachen aufzunehmen. So habe ich euch auch. Da kann ich auch ein bisschen reden mit euch. Auch was zu sagen. Und yeah, ich habe schon zwei Parts. Wow. So ist es halt ein bisschen angenehmer, finde ich. Und es macht euch auch, denke ich, ein bisschen mehr Spaß. Ja, sagt mal, wie findet ihr das eigentlich gerade? Dass ich euch jetzt da auch, beziehungsweise dass ich das jetzt live aufnehme und euch damit einbeziehe, so mehr oder weniger, ja. Aber richtig mitspielen könnt ihr ja nicht, so wie zum Beispiel Smash Bros. Oder Mario Kart. Geht hier ja leider nicht. Na gut, dann sage ich jetzt einfach mal. Hey, ja und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Corpse Party Blood Drive und ich drück schon wieder die falsche Taste, goddammit. So, jetzt suchen wir einfach mal den einen Neues Effects Revolve. Oh, diese dummen Fliegen. Nein. Ah, der Neues Effects Revolve. Und für die, die sich wundern, das gerade auf YouTube gucken, ich habe nur gefragt, wie ihr das findet, dass ich das jetzt live aufnehme. Da kommen jetzt auch die Antworten so. Boah, ich renne gerade überall rein. Ich trau mich jetzt einfach mal wieder nach hier oben. Das wird nicht funktionieren, Elko. Das wird definitiv nicht funktionieren, da ich ja, da man die Kämpfe ja nicht abspeichern kann und so weiter. Hier war ich auch gerade. Wo war der Klassenraum mit dem Loch in der Wand? Ach. Das ist eine Sucherei. Das, hier ist es. Nein, hier war das definitiv nicht. Obwohl es interessant wäre, mal ein Pokken-Tournament zu machen. So einfach wie mit Smash geht das leider nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Naja. Mal hier drin gucken. Wo war diese dumme, der Klassenraum leider. Um leider? Ja. Mit der Wand. Nein! Geh doch raus! Don't see me, don't see me, don't see me, wenn ich. Fuck, jetzt bringt's natürlich nichts mehr. Na gut, dann renne ich vor dir halt weg. Autsch. Das hat sehr gut funktioniert. Ach, wäre nice, wenn Nintendo vieles mal ändern würde. Zum Beispiel, dass es ein bisschen fairer ist, wenn man Splatoon spielen will, dass manche Waffen nicht so OP wären und so weiter und so fort. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ja, Moment, wenn ich hier an der Kerze bin, dann kann ich hier meine HP ja Moment eben teilen. Teilen, danke. Was eigentlich aus dem Schirm? Ich lasse es inzwischen bleiben, weil Gruppe B war chaotisch, Gruppe C, da hat ein Team, war ein Team nicht da. Gruppe C habe ich immer wieder gesagt, Gruppe D habe ich immer wieder gesagt, Leute, wir brauchen noch Teilnehmer und da hat sich nie einer gemeldet. Es fragt auch nie einer nach, bis jetzt ab und an mal pro Monat einer. Und da denke ich mir, nein, wieso soll ich? Da so wenig Interesse dran steht, dann bleiben Turniere ab jetzt Livestream exklusiv. Nicht zwar sehr schade, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Tut mir leid für die, die sich drauf gefreut haben, genauso wie ich.
aber das ist dann die logische Konsequenz, dass ich sowas nicht mehr machen werde. Oh, schön, ich konnte den Geist entkommen. Sehr gut. Und wieder voll ins Holz rein. Das ist nichts. Ich benutze die Taschenlampe halt deshalb nicht hier, weil das Bild hell genug ist eigentlich. Manchmal habe ich so ein Gefühl, ich sollte es doch, weil ich hier sonst Draht, Piano Dingens nicht sehe. Niemand, der die in der Views. Nee, das ist jetzt beendet. Also da brauchst du auch nicht mehr nachfragen, Matoro. Brauchst du dann auch niemanden mehr fragen, das. Das ist jetzt Geschichte, das Projekt. Nehme ich auch nicht mehr. Sollte dann noch mal irgendwas zu kommen, dann sage ich, nee, tut mir leid. Boah, da ist Holzding. Eine Wand da oben. Kenne ich so jetzt gerade nicht. Nee, da ist kein. Steam hat deshalb gedownloadet, weil du Steam anhattest. Klingt logisch, oder, Elko? Ghostface. Da ist ein, da dümpelt der Geist rum, der ist ungefährlich. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis wir diese eine Wand gefunden haben, wo das Loch war. Boah, shit. Ja, hier ist. Da. Pff, Alter! Ich hasse es! Oh nein, jetzt. Mich verfolgen jetzt zwei wieder zwei Geister. Ja. Sehr nett. Nein, ich warte bestimmt nicht. Bock auf Mathe habe ich auch nicht. Kann in die Kabine nicht rein, weil die mich sehen würde. Ja, aber Rhodey, das sind so die heftigsten Schreckmomente. Das ist das, womit du dann immer rechnen musst. Du siehst nichts Schlimmes. Bringt mir doch alles gar nichts. Also du hast nichts, wo plötzlich dich ein Riesenzombie von hinten angreift. Nee. Du hast dann höchstens nur sowas. Ich hab keinen Bock auf dich. Blöder Geist. Speichere ich mal einmal zwischen. So ist er fix. Was war das denn für ein Geräusch? Mal hier gucken. Weil ich wette, wir müssen nämlich durch das Loch mit der, durch die Wand mit dem Loch. Loch krabbeln. An den Schlüssel zu kommen. Oh. Ich hab's noch gerade gesehen, konnte es aber nicht mehr. One is coming to save you. Die. Die, die, die. You should just die.
The horrible things written on the blackboard are glowing so brightly. They almost seem to be blacklit. Ah, so kann ich wechseln, okay. Zog das mit dem Fair eher auf das Spielen an sich, also dass man direkt nach einer Katze quasi fast. Ja, das Problem ist, der Geist stand halt da. Als die Cutscene aktiviert wurde. Seine Bewegung wird halt nur pausiert. Das ist. Nee. Ansonsten ist halt das alles, was man so erwarten kann. Am größten Horror. Am größten Schockern. Plötzlich so ein dummer Geist da vor dir steht. Echt? Also, kannst du deine Meinung grundlegend ändern, Rhodey? Nur wo war das jetzt? Ich bin wahrscheinlich tausendmal dran vorbeigelaufen. Ach, du warst. Moment, kann. Nee, das bringt doch gar nichts, wenn er mit dir redet. Weil die sucht ja was, so da trete ich nicht drauf. Die haben alle so eine miese Ausdauer. Hat wohl der letzten Deutschstunde von der Tafel zu wischen. Jawoll! Wohl eher Englischstunde, weil das war Englisch. Hoffentlich ist der Geist nicht da unten, weil ich. To the wall. Ja, hier auch erfixt. Kann ich. Ja, so das Gefühl, dass es hier drin ist. Ja, da ist es, da ist es, da ist es. Nein. Jetzt noch mal herausfinden. Ja, habe ich gemerkt. Fuck, wie krabbelt man noch mal? Steht irgendwas in den Options? Ich. Nee. Oh, wie krabbelt man noch mal? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Bitte nicht. Na, gut, das. Einfach mal gedrückt halten, die Tasten. Ach, ja, und ich habe bemerkt, dass ich die nicht drücken brauche. Hier. Das war das Menü. Ich habe vergessen, wie man krabbelt. Ja, wenn das Spiel es nicht vorsieht, dann kann man auch nicht crouchen. Ja, toll. Das war jetzt Zeitverschwendung. Und crouchen kann man halt nur, wenn das Spiel es vorsieht. Dann dürfen wir jetzt den Schlüssel suchen. Ich wette, der ist bei den Toiletten. Okay, wo bist du da durchgefallen, bitte? Autsch. Wenn wir schon mal hier sind, dann heilen wir uns noch mal kurz durch die Kerze. Dann haben wir jetzt richtig schön viel Zeit verschwendet. Geht nicht. Geht nicht, geht nicht, Rhodey. Da kommt dann nur die Stelle, dass da ein Loch ist. Der Satz, dass da ein Loch ist. Ah, da. So. Wenn ich recht erinnere, müssten hier die Toiletten sein. Ja, sind sie. Gucken wir doch mal. Irgendwie ein Objekt finden.
So hungry, so hungry. I'm afraid I don't have any food on me. Okay. Geist, der Hunger hat. Man auch nicht wirklich häufig. Ich werde dann wahrscheinlich versuchen, das ganze Rumgesuche wegzukutten. The door looks like it could burst at any moment and black liquid hang out every crack. Ja, das wäre nicht ganz so schlau. Na? Wart ihr schon mal in einer Schule, wenn es komplett dunkel war und ihr alleine wart? Ich ja. So gegen 23 Uhr war das mal. Da war ich noch im Berufsschulinternat und da musste ich in den Klassenraum zurück. Und naja, geh die Gänge entlang. Plötzlich höre ich nur noch so ein dong 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 und ich denke mir, was geht denn jetzt ab? Das ist doch, lass mich in Ruhe. Ja, da war so ein Boilersystem, was einfach mal meinte, jetzt losgehen zu müssen. Das war wirklich scary. Noch scarier waren allerdings die roten Augen, die ich gesehen habe, als ich mal auf Toilette musste im Spiegelbild. Das war uncool. Das war sehr uncool. Moment, ich laufe jetzt mal lieber. Taschenlampe hier rum. Nehmte. Ah, das heißt, hier war ich noch gar nicht drin. I had a tunnel, likely bled out or suffered internal trauma due to and stepped into Klich. Alter, jetzt es regnet bei mir und gerade Regentropfen gegen diese Fensterscheibe. Ich hab mich voll erschreckt. Es ist ein Single Genre Kampf. Komm, alle Hüte. Narkosemittel, meinetwegen. Something in the Cabinet. Oh, ein Talisman. Oh, thank you. Das hatte ich auch. Das hatte ich früher auch im Klassenraum im Freien. Cool, ey. Das war ein Holzhaus und stand in der Mitte der Wiese. Das war cool. Ja, bekomme gerade schon wieder voll die Paranoia. Ich habe draußen irgendwelche Geräusche gehört, irgendwelche ganz komischen. Oh mein Gott, es fängt an langsam. Dauert zwar länger als wie sonst, aber es fängt langsam an. Macht mich langsam fertig. Ich bin wieder hier. Einmal kurz. Hallo? Hallo? Danke. Weil ich kann ja mal kurz zwischenspeichern. Wäre vielleicht keine blöde Idee. Wo könnte der Schlüssel sein? Den finden wir wahrscheinlich nur irgendwie zufällig. Ghostface. Gibt's hier... durch? Nee, da muss ich hier durch. Gut. Nein, da renne ich bestimmt nicht rein. Langsam lerne ich's. Nur langsam. Jetzt schon Part 21, glaube ich. Und erst jetzt fange ich an, das langsam zu... Looks like I'm going to have to do some lifting here if we want to get over to the other building. Erg! There! Alright, we can get through now.
Okay, das war jetzt wirklich Zufall. Gut, dann können wir jetzt auch in das andere Gebäude gehen. Irgendwie bekomme ich gerade ein richtig mieses Gefühl. Da haben wir doch Gollum getroffen. Tech Resides besides a corp. Minuna Agriculture Class 1-2 Yushiro Hirata. Fell out window while running from Black Shadow. Ouch. There are unsettling large number of human tongues. Und wieder Zungen. Stuffed. Ist das ekelig, Mann. Statue. ちょうど狼だな、これは。口の中に何かあるわ。おい、何やって。石みたいなものが指に触ってるの。バカ野郎、うかつに手突っ込んでんじゃねえ。変な仕掛けとかあったらどうすんだよ。いいから、早く手抜け。あ、篠崎。 I reached as far as in as I could go. My whole left arm was now inside the statue. Shinuma was clearly feeding. Hat sich die Hundestatue gerade bewegt? Habe ich mir das jetzt eingebildet? Very uneasy about this, but he had every right to, especially given what he'd just seen from the statue that I'd completely missed. Stop, Ayumi. Oi, te! Nani yo? Chotto matte yo. Shinodake, ude o nuke! Koitsu ugoite zo! Eh? Baka ro! Er will dich doch gar nicht, sondern I looked back at the statue, and sure enough, the wolf's mouth was now firmly closed, eyes glaring menacingly at me. Alter. Das war das Einzige, was ich mir gedacht habe. Das, also ich dachte mir, so ein Armverlust könnte zu einem Wrong End führen. We stared at the pillar's crystal for some time, studying it. For us, it represented a rare success in a school where abject failure. Ich hoffe, ihr habt das kapiert. Wenn nicht, dann. Na, dann halt nicht. Justice obtained. In justice we trust, oder wie war das? Because I'd managed to get the crystal with my arm intact, the danger I'd barely escaped didn't feel quite as real. I could only regard this as a victory. It was revealing in it. Ishinuma was still sore for a bit, but he quickly warmed up to the situation and let out a small laugh.
Maybe the night ahead just got them to him. Wow. Feuerchen. Yes! I wonder what this key is to. There's something written on it. Cool pump room. Oh, der Pumpenraum, ey. Ich hab da so meine Erinnerungen dran. Jetzt hab ich auch den Schlüssel gefunden. Schlüssel, um sie alle zu knechten. Ja, Dodo hat es schon gut erklärt. Jedes Kapitel hat mehrere falsche Enden. Es gibt nur ein gutes Ende, was zum Anfang des nächsten Kapitels führt. Oh, nee, das ist doch da. Was ist jetzt da oben oder da unten? Der dümpelt da immer noch rum. Hat keine Ahnung, was er mit seinem Leben hat er nicht wirklich. Wenn sich anfangen soll. Gehen wir hier jetzt einfach mal ganz gemütlich lang. Weil unsere Ausdauer im Arsch ist. Aber wir kommen da immer noch nicht dran durch. Wo war jetzt diese verdammte Tür, die wir gerade hatten? Wo war diese Tür, wo sie gesagt haben, wir brauchen einen Schlüssel? Auch das habe ich wieder vergessen. Nur das suchen. Ach ne, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ich habe keine Ahnung, wie man sich daraus befreit. Ah, ich habe das irgendwie geschafft. War die Tür da nicht gerade oben? Nee, das war so eine Tür, die war etwas bläulich. Die sah aus wie eine Stahltür. Die war an einer rechten Wandseite. Nee, nicht rechts, Wandseite, linken Wandseite. Weiß ich noch genau. Aber ich würde erstmal sagen, wir beenden den Part an der Stelle. Speichern abgeschlossen. Das war euer Keanu mit Let's Play Corpse Party Blood Drive. Bis zum nächsten Mal. Ciao.